Wir wurden zu einer Audienz gebeten, wegen unseres Erbrechtes. Und hier sind wir. Ah, it's you. König Veljanrik. Eure Majestät. The reports I have read recommended you be elevated from the common rabble to the nobility. I intend to honor your birthright and make you the new head of the House of Espin. Quite a stroke of luck for you, I'd say. Ich erhebe euch in den Adelstand. Ich beabsichtige, euer Geburtsrecht zu ehren und euch zum neuen Oberhaupt des Hauses Espin zu ernennen. Ich würde sagen, ein echter Glückstreffer für euch. Okay, wir sind erstmal diplomatisch. Genau wie ihr sagt, Eure Majestät. Eure Aufgaben lauten wie folgt: Die Instandhaltung der Straßen in eurem Hoheitsgebiet, die Erledigung der Gesuche eurer Leibeigenen, falls ihr welche erwerben solltet, die Bereitstellung eines Truppenaufgebots in Kriegszeiten und in der Anzahl, die ich für angemessen halte, sowie die üblichen Steuern und Abgaben. Na super. Pflichten. Adel verpflichtet. Eine ganze Menge wird gefordert. Nun, das wäre eigentlich das, was ein solcher Titel unter normalen Umständen mit sich bringen würde. Bedauerlicherweise verfügt das Haus Espin jedoch weder über Soldaten noch über Kupfermünzen für die Krone. Ihr habt mehr mit einer Bettlerin gemein als mit einer echten Lady, wie es scheint. Okay, leicht beleidigend. Der Nachlass besteht also aus nichts? Es ist schon komisch, da werdet ihr mir gewiss zustimmen, dass sobald dieser Mistkerl Altner das Schwert gegen seinen König erhob, er mit einem Schlag zum Verräter wurde, dem nichts mehr zustand. Wäre eure wahre Abstammung am Tage zuvor aufgedeckt worden, hätte euch alles gehört. Aber stattdessen fielen alle von Espins Vermögenswerten und Ländereien standardmäßig der Krone zu. Das heißt, an mich. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Für mich gibt es also gar nichts. Ich erbe nicht einmal das Haus oder das Land mit dem Anwesen. Ja, also den König beleidigen ist vielleicht ein bisschen too much. Obwohl mir gerade noch so ein bisschen ist, aber gut. Also, erbe ich nicht einmal das Haus? Das Land mit dem Anwesen? Nein, beziehungsweise ja, gar nichts. Natürlich ist ein Adliger ohne Land kein Adliger. Aber bittet mich nicht um Almosen. Der Krieg verbraucht jede Ressource, die ich... Und ich kann nichts entbehren, nicht einmal ein Fleckchen Sumpf. Oh, aber sollte euch im Laufe unseres Scharmüttels mit deren Guld etwas von den Ländereien des Feindes in die Hände fallen, könntet ihr es als euer Eigentum beanspruchen. Vorausgesetzt, ihr entrichtet die entsprechenden Belastungen
Abgaben und so weiter, etc. Also falls wir Land erobern würden, dürfen wir es sogar behalten. Kriegen wir auch eine Burg? Wie in Pillars of Eternity? Das Einzige, was mich belasten würde, wäre, wenn ich wieder mit euch sprechen müsste. Na gut, wir wollen ja nicht in Ungnade fallen. Gibt es wirklich nichts, was mich von der Frau, die ich gestern war, unterscheidet? Außer dem Titel? Nein, gar nichts. Nehmt euren Titel im Angesicht des Ruhmes der Krone an. Ja. Super. Okay, wir können sogar den Titel ablehnen. Das hätte vielleicht weitreichende Konsequenzen. Ich meine, mich würde es interessieren, aber vielleicht eröffnet das uns ja auch Türen, Wege, ja, und öffnet Türen. Also, ja, ich denke, wir sollten vielleicht doch den Titel nehmen. Ja. Okay. Ja, Eure Majestät, ich nehme an. Durch die Macht, die mir Alnarius der Höchste, der König der Götter, verliehen hat, erkläre ich euch Linnea zur Lady des Hauses Espen. Juhu! Schau, Mama, ich hab's endlich geschafft. Lustig. Ja, Eure Majestät, wir benehmen uns. Wir benehmen uns wie eine Lady. Ich gewähre euch, bis ihr sterbt oder bis dies durch meinen Willen widerrufen wird, jedes Privileg dieses Titels und jede Verantwortung. Oder anders ausgedrückt, ein ganzes Schloss voller Nichts. Aber gut, wir behalten es für uns. Ja, Eure Majestät. Erhebt euch also, Lady Linnea, möget ihr der Krone und eurem Haus und auch im Haus Ruhm und Ehre bringen und so weiter, etc. Erkundet die Stadt und erfreut euch an eurem neuen blauen Blut. Ach ja, wir haben jetzt blaues Blut. Wenigstens etwas. Ach ja, noch eine Sache. Ihr werdet einen Siegelring mit eurem Familienwappen brauchen. In der Marktstraße gibt es einen Kohlenfresser, den viele von eurer Art wegen dieser Kleinigkeit aufsuchen. Kohlenfresser? Helgenhaar, ich habe ein, zwei Dinge für ihn zu fressen. Sie kommen von einem Ort, der so dunkel und lebensfeindlich ist wie ein Kohlebergwerk. Okay, dieser Text ist ein bisschen komisch. König, habt ihr was gesagt, Zwerg? Nein, Eure Herrlichkeit, es war nur ein Husten von dem ganzen Kohlenstaub.
König, natürlich. Dismissed. Ihr seid entlassen. Neuer Kompendiumseintrag, König Veliandrik. Der standhafte Herrscher. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages wieder zum Adel... Wieder? Zum Adel gehören würde? Ich muss nun den königlichen Schmied auf der Marktstraße in Iselbright aufsuchen. Ach, so ein Schmied. Damit er einen Siegelring schmieden kann. Das war so mit Kohlefresser gemeint. Neuer Kompendiumseintrag, Kohlefresser. Heißt Schmied. Gibt's noch was? Gibt's noch wen? Marmor. Feinster Marmor. Don't get so close. Höflich. So, gibt's hier noch interessante Persönlichkeiten? Nicht runter? Alles in Ordnung, Lady Espen? Immerhin werden wir überall als Lady angesprochen. Greetings. Da geht's auch nicht hoch? Und auch nicht runter. What a waste of time. Ein Saal? Haben wir hier wen? Yes. Ah, Lady Espen. Wie geht's? Ah, da ist was. Ein kaputter Golem. Hurry it up, please. Please. Tja, ist er kaputt? Sieht so aus. Ist der Wissenschaftler Werkmeister? Can I help you? Ja. Ah, dieses verruchte Ding will einfach nicht, wie es soll. Wenn wir es zum Laufen bringen, wird seine Majestät uns an den Ohren. Wenn wir es nicht zum Laufen bringen, wird Majestät uns an den Ohren aufhängen. So. Magier, keine Angst, ich habe mehrere Kurse bei einem berühmten Handwerker an der Akademie absolviert. Ich würde eine solche Maschine locker im Dunkeln mit nichts anderem als einer Garnrolle und einem Hammer reparieren. Ja, dann mach mal. Werkmeister, ihr labert die ganze Zeit etwas von dieser verdammten Akademie. Aber könnt ihr auch wirklich etwas anderes außerprahlen? Oder ist jeder Zauberer nur ein gescheiterter Adliger mit einer erhobenen Nase? Ganz meine Meinung. Werkmeister, seid gegrüßt, meine Dame. Natürlich haben wir die Situation im Griff, aber ich frage mich, ob ihr uns vielleicht eure Gedanken über die effizienteste Art und Weise mitteilen könntet, um unseren Metallfreund auf die Beine zu bringen. Sodass er wieder seinen Aufgaben nachkommen kann. Ja, wir haben ja schon die Werkstatt gesehen. In der Wardenhaft-Akademie gibt es einen Golemmeister. Er repariert die Dinger nicht nur, sondern baut sie auch von Grund auf neu. Das wissen wir. Ich danke euch, meine Dame. Endlich mal jemand mit einer nützlichen Idee. Naja, das sollte er als Werkstattmeister ja wohl wissen. Eigentlich. Eine Quest? Hm.
Hätte ich jetzt so eine kleine Quest erwartet. Besorge ein neues Zahnrad für den Golem oder so. Vielleicht kommt die noch. Scheint fast so. If I must. Als ob da noch was in Planung wäre. So, wir gehen dann mal zum Schmied. Fengrie. Ich bin Fengrie, Rillo-Abgesandte der Krone von Isimerald. Intelligenz? Mein Titel ist erst ein paar Minuten alt. Wie habt ihr davon erfahren? Hä? Verdächtig. Vor allen Dingen Willow. Da war doch was. Attentäter. Fengrie, wisst ihr, wie schnell sich sowas auf einem Fischmarkt herumspricht? Im Palast ist das nicht anders. Haben wir beide etwas miteinander zu tun? Ich hoffe doch, meine Lady. Ich möchte euch lediglich den Segen des Ostens überreichen. Ah, Osten, schon wieder verdächtig. Nehmt diesen Brief. Er ist eine Einführung in den Hof des Gartens der Lüste. Solltet ihr jemals dorthin reisen, seid versichert, dass die Machthaber Schaas und guten Bürger von Rillow jeden Adligen des Hofes von König Veliandrik herzlich willkommen heißen werden. Ich habe oft gehört, wie dieser Garten als der Garten der Krankheit bezeichnet wurde. Steckt da ein Stück Wahrheit drin? Fengrie, in der Tat, wie ihr vermutlich bereits wisst, meine Lady. Eine letzte Sache noch. Ich möchte niemanden auf die Füße treten. Aber meine Lady sollte die eigenen Gefährten mit Bedacht wählen. Dieser Siraka, wem oder was, kann man nicht trauen. Was wollt ihr damit sagen? Ich will damit sagen, dass ihr, wenn ihr sie aus euren eigenen Gründen heraus in eurer Nähe behalten wollt, darauf achten solltet, beim Schlafen ein Auge offen zu halten und stets eine Klinge zur Hand zu haben. Okay. Wir können drohen. Ihr solltet eure Zunge hüten, wenn ihr über meine Gefährten sprecht. Naja, das war ja schon eine Beschuldigung. Beleidigung. Also eins. Hütet eure Zunge. Siraka, habt ihr das gehört, Fengrie? Sagt euren Meistern, sie sollen das nächste Mal mehr Meuchelmörder schicken. Ja, es gab ja diesen Anschlag auf sie. Meuchelmörder. Aus Rillow. Ich wollte euch nicht beleidigen, meine Lady. Ich wünsche einen angenehmen Tag. Ja, irgendwas ist da mit Rillow und Osten. Als ich den Palast verließ, traf ich auf eine Rillow-Diplomatin namens Fengrie. Also eine Frau, die mich unbedingt treffen wollte. Ich weiß zwar nicht, was sie im Schilde führt, aber sie lud mich ein, den Garten der Lüste an der Ostgrenze von Isimerald zu besuchen. Scheint ein ganz schön weiter Weg zu sein. So oder so, ich muss zuerst Tolbad in der Marktstraße aufsuchen, damit er den Siegelring beginnen kann, mit dem Siegelring beginnen kann. Alles andere kann warten. Also den zum Schmied. Tolbad.
Yes. Aber gut, finde ich halt, wie diese Geschichte sich so entspinnt. Okay. Wir gehen. Also, man hat wirklich das Gefühl, dass sich so eine Geschichte entwickelt. Und nicht nur Quest an Quest angereiht wird. Es ist Tag. Mittag. Immerhin. Na, treffen wir noch wen? Außer Wachen. Und Wächtergolems. Can I help you? Und Händler. Die nichts verkaufen. Ach ja, das ist ja dieses Anwesen. So, auf zum Schmied. Wo haben wir ihn? Tolbarts Amboss. Wenn das kein Schmied ist. Also ich finde, es fehlen noch ein paar spielende Kinder. Und ein paar Tierchen, so Katzen, Hunde, obwohl die gibt's ja, aber nicht viele. Okay, dann werden wir zum Schmied gehen. Nächste Folge. Danke fürs Zusehen. Und es geht weiter in der nächsten Folge. Ihr wisst Bescheid. Der Argonaut. Wer nass, lass uns reingehen.